als Nächste. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin ausgesprochen froh über diese Debatte, auch so wie sie abläuft, weil ich glaube, dass sie wirklich reflektiert, dass wir uns alle unsere tiefen moralischen, ethischen Gedanken über diese Frage machen und dass Sterben und Tod auch wieder ein bisschen mehr in die Debatte kommt. Denn wir neigen dazu, diese Fragen eher auszublenden. Aber auch wir werden sterben, alle von uns, und niemand von uns weiß, wie ihn dieses Schicksal ereilen wird. Wir alle wollen in Würde sterben, aber was Würde bedeutet, das definiert eben jeder für sich selbst, und das ist auch gut und richtig so. Und daher ist es wichtig, niemand hat das Recht, das Leben eines anderen, in welcher Form auch immer es sich gestaltet, als nicht würdig, nicht lebenswert zu bezeichnen. Aber umgekehrt finde ich auch nicht, dass es jemandem ansteht, ein Leben, was derjenige, der es lebt, als nicht mehr lebenswert und unwürdig empfindet, demjenigen zu sagen, das ist es nicht. Wir übernehmen diese Wertung für dich. Deswegen ist es wichtig, dass wir den starken Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung weitertreiben. Und ich bin sehr froh, dass wir das in diesem Hause derzeit tun. Aber wir müssen uns tatsächlich auch Gedanken über diejenigen machen, denen das nicht hilft. Entweder wenn die Palliativversorgung an ihre Grenzen gerät oder wenn Schmerz einfach nicht das tatsächliche grundlegende existenzielle Problem ist, das dieser Mensch hat. Menschen haben in diesem Land das Recht, ihr Leben zu beenden, so sehr wir bedauern, dass sie das tun. Und Menschen, die ihnen dabei helfen, bleiben straffrei. Und auch das ist gut und richtig so. Aber wie ist da jetzt die aktuelle Lage? Am Ende eines Lebens, wenn ich krank bin, sterbenskrank bin, dann kann ich meinen Partner um Hilfe bitten, mein Leben zu beenden, meinen Nachbarn, meine Freunde. Aber einen kann ich nicht bitten, meinen Arzt. Und ich halte diese Situation für fast absurd. Es verbietet nicht das Strafrecht, aber das ärztliche Standesrecht verbietet es. Nun kann man sagen, na ja, wird ja nicht umgesetzt. Ich hatte eine Diskussion zur Sterbehilfe mit dem Bischof von Trier, wo ich lebe, und habe das da scherzhaft die katholische Lösung genannt. Also wir haben eine Regelung, aber wir gehen mal davon aus, dass sie ja keiner anwendet. Ich glaube, dass das für einen Gesetzgeber keine sehr befriedigende Lösung sein kann. Und ich bin froh, dass wir uns als Gesetzgeber dieser Frage jetzt auch stellen. Denn wir brauchen Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte. Wir können nicht zulassen, dass über ihnen das Damoklesschwert von Sanktionen bis hin zum Entzug der Approbation schwebt. Wenn Hilfe zum Suizid in Anspruch genommen wird, dann sollten es meiner Meinung nach gerade die Ärzte sein, zu denen die Menschen gehen können. Warum? Sie kennen in der Regel die Patientinnen und Patienten gut und lange, kennen ihre Leidensgeschichte, können mit ihnen darüber sprechen, was auf sie zukommt. Sie können ihnen auch Beratung dazu zukommen lassen, was es für Alternativen gibt. Hospiz, Palliativmedizin, das ist alles schon zur Sprache gekommen. Und ich glaube, auch das muss man einfach mal beim Namen nennen. Wenn es dann tatsächlich zur Hilfe beim Suizid kommt, dann sind das auch die Menschen, die das am ehesten leisten können. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal einen Satz hervorheben, den das nationale Suizidpräventionsprogramm enthält. Die haben insbesondere für ältere Menschen hervorgehoben, dass es Menschen am Lebensende gibt, die allein aufgrund der Vorstellung, im Falle zu großen Leidens mit ärztlicher Hilfe Suizid begehen zu können, stabilisiert sind und nicht nach diesem Ausweg greifen. Also allein das Wissen darum, ich kann zu meinem Arzt gehen und Hilfe bekommen, hilft schon vielen. Ich wage jetzt mal einen Vergleich, der natürlich extrem hinkt. Aber die Art, wie diese Debatte geführt wird, erinnert mich manchmal an die Debatte zum Schwangerschaftsabbruch. Wir wollen das nicht. Wir wollen den Effekt nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen das tun. Aber trotz aller Beratung und trotz aller Unterstützung wird es Menschen geben, die es tun. Und diesen Menschen müssen wir dann eben Unterstützung gewähren. Wir dürfen sie nicht allein lassen, sonst werden die Tragödien umso größer. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld geben. Ich habe eben von dieser Veranstaltung mit dem Bischof gesprochen und wenige Tage später erreichte mich der Anruf einer guten Bekannten. Und sie sagte, ihre Schwester, die bereits, also die Krebs im Endstadium hatte und bereits zwei Suizidversuche hinter sich hatte, in der geschlossenen Psychiatrie war,
hat sich an genau diesem Tag, als wir diese Veranstaltung hatten, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Sie wurde gefunden mit irreparablen Hirnschäden. Und ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn diese Frau die Möglichkeit gehabt hätte, ihren Arzt um Unterstützung zu bitten. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die Kollegin Dr. Claudia Lücking-Michel.